Für Gotti, meine Damen und Herren. Bitte schön, Applaus! Danke. Ich bin sehr froh, dass ich schon mal hierher geschafft habe. Ich wäre nämlich beinahe hinter diesem Käfig aufgetaucht und hätte dann irgendwie rüberklettern müssen. Ja, Christian hat gerade seltsame Dialoge vorgelesen. Ich habe der seltsamste Dialog, den ich letztens gehört habe, war im Café. Da kam die Kellnerin rum und meinte zu einem Pärchen, ob sie noch was zu essen haben möchten. Und da meinte die Frau, nein, danke, mein Mann ist satt. Wenn es erstmal so weit ist. Ist natürlich schlecht. Gut, ich habe so ein bisschen leichte Kost mitgebracht. Ich bin ja ein echter Gartenfreak, ein Lowpeeper, wie wir in der Szene sagen. Und ich habe hier so eine neue Rubrik eröffnet, die heißt Oranienburger Fragmente. Ist sozusagen aus der Ich-Perspektive erzählt, ein fiktives Brandenburger Pärchen. Klingt alles relativ kompliziert, ist es aber leider nicht. Das muss man sagen. Mir war sehr wichtig bei dem Text, dass er auf das Wort Orten endet. Man muss sich immer so eine gewissen Wettkampf-Dinger stellen. Damit es auch wird. So, los geht's. Bauchfrei auf der Hollywood-Schaukel, eine zertroschene Mücke an der Backe, sitze ich mit einem Gläschen Sambalita in der Hand im maracuja-farbenen Abendlicht der Tiergartensiedlung und denke an nichts weiter, außer, wie komme ich heute noch in meine Olle rein, ohne aufstehen zu müssen? Es ist Samstag. Ich habe die ganze Woche über hart gearbeitet. Das würde ich gerne sagen, aber es ist Mittwoch und ich hatte die letzten Tage frei. Und so sitze ich da, faul und fickrig und starre auf die Knoblauchsoße. Ich liebe Knoblauchsoße, obwohl sie dick macht und schlechtem Atem. Trotzdem liebe ich sie, genau wie meine Frau. Abends putzen wir uns damit die Zähne, morgens auch. Wir tun sie in den Kaffee und sie hört als Topping aufs Marmeladenbrötchen. Wir waschen uns damit die Hände und wir baden darin, wenn es der Geldbeutel zulässt. Meine Frau und ich sind einfache Leute. Früher, da dachten wir noch später. Und jetzt, da sitzen wir da, ich baufrei, meine Frau hinten ohne und fragen uns, wie soll man diesen Zustand noch toppen? Ganz klar, mit einem Schoppen Knoblauchsoße. Die Vögel haben sich bereits in ihren Baumbetten versammelt und erzählen aufgeregt vom Tag. Ich wäre auch gerne ein Vogel. Aber einer, der den ganzen Tag sitzt, ein Brüter. Ich wäre gerne ein Brüter. Aber anstatt auf einem Kind würde ich gerne auf dem Kissen sitzen. Schon rein aus rechtlichen Gründen. Babysitting und Face-Sitting zu verwechseln, ist kein Kavaliersdelikt. Aber Spaß beiseite. Ich sitze also im Garten und schaue in den tomatenfarbenen Brandenburger Himmel. Die süße, schwere Abendluft klebt wie Honig auf unseren Lippen. Flieder, Goldregen, Prachtspiere und Rhododendronen blühen in satten Farben. Aus jeder Himmelsrichtung wehen Fetzen von munter quasselnden Menschengrüppchen heran. Irgendwo wird zu Sun of Jamaica mitgesungen. Ein Kind lacht. Meine Frau streichelt die Katze und zählt laut die Maulwurfshügel. Es soll bei mir Druck aufbauen, funktioniert aber nicht. Auch ich habe jetzt Feierabend. Mein Tagwerk ist getan. Ich habe um 9 Uhr gefrühstückt, mir die Berliner Zeitung durchgelesen und dann setzte auch schon wieder die Dämmerung ein. Ist ja wirklich, ich weiß ja nicht, wer noch eine Tageszeitung hat. Es ist ja Wahnsinn. Man kann wirklich nicht arbeiten gehen, ja? wenn man sich wirklich alles durchlesen will. Jetzt bin ich klüger als vorher, aber auch trauriger. In einem Artikel stand, Zeit sei das kostbarste Gut auf der Welt. Wer das erstmal verinnerlicht habe, wäre ein glücklicher Mensch. Da habe ich erstmal 2 Stunden durchgeweint, weil ich mich so sehr drüber ärgerte, dass ich die Dinger mal so unnötig lange in die Länge zog. Zeit ist das kostbarste Gut auf der Welt. Fisch ist das kostbarste Grillgut in Oranienburg. Zumindest für meine Frau und mich. Jeden Aal, den wir in der Havel erlegen, indem wir ihn mit den Fußballen zertrampeln, wissen wir zu schätzen. Manchmal nehmen wir aber auch ein Maßband. Naja, müssen alle raus. Ja, ob sich Ersticken an der Luft für Fische genauso anfühlt, wie für uns Menschen Ertrinken im Wasser? Na toll, jetzt muss ich die ganze Zeit ans Ertrinken denken. Muschi, Muschi, Muschi. So, jetzt geht's wieder. Das ist mein Trick, um die bösen Bilder und Gedanken zu verscheuchen. Ich hab's wirklich mit allen möglichen Wörtern versucht, aber das funktioniert echt am besten. Morgen muss ich noch Unkraut zupfen.
Man könnte sich so viel Arbeit sparen, wenn Unkraut gesellschaftlich akzeptiert wäre. So ist man gezwungen, das rauszureißen, was von alleine gedeiht, um das aufführen zu lassen, was gegossen, gedüngt und geschnitten werden muss. Eigentlich genau wie in der Liebe. Der Mensch möchte die Dinge zähmen und formen, anstatt sie zu akzeptieren. Ein stechender Schmerz erzürnt meine Lende. Bremse! Bremse! Diese verfluchten Bremsen. Da muss man immer zweimal raufhauen, sonst kommen sie wieder. Die fallen auch immer so komisch ab, ja. So künstlich, finde ich. Man traut ihnen einfach nicht über den Weg. Im Gegensatz zu Mücken durchstechen Bremsen die Haut nicht mit dem Rüssel, sondern reißen mit ihren Mundwerkzeugen eine offene Wunde hinein, um dann aus der Blutpfütze zu trinken. Deswegen ist man auch immer so wütend. Meine Frau und ich haben jetzt so einen Elektrotennisschläger, mit dem man Insekten auf Knopfdruck töten kann. Funktioniert auch bei Fröschen. Wenn man Geduld hat. Der Bauer hackt Holz oder Hühner, das ist nie genau auszumachen. Ich habe Lust auf was Süßes. Aber wir sind im Garten nur spartanisch verpflegt. Das einzig Süße, das es gibt, ist das Kakaopulver in der roten Dose über dem Brotkasten. Als ich mir das letzte Mal heimlich des Nächtens einen gehäuften Esslöffel des braunen Joldes in den Rachen geschoben hatte und sich meine Augen vor Entzücken um die eigene Achse drehten, stand da plötzlich E.T. im Fliegengitter. Mir hat's vor Schreck das ganze Pulver in die Luftröhre gejagt. Ich dachte, das war's. Tod durch Völlerei. Dabei war es nur meine Frau. Nackt, schwanger und ungeschminkt war sie gekommen, um mich zu fragen, ob ich jemand den Bauchnabelfussel rausholen könne. Sie selber käme nicht mehr so wie dran. So läuft es hier auf dem Land. Alle ein bisschen uriger, robuster. Über Kot vom Nachbarshund vor unserem Tor würden wir uns direkt freuen. Wir haben Kot vom Nachbarn auf unserem Hund. Unsere Nachbarn sind richtige Urgewalten. Wir nennen sie nur die Shitty Shitty Bang Bangs. Diese Familie wurde selbst im Haus von Snoop Doggy Dog, die nicht die ganze Schüssel voll disseln. Meine Frau und ich machen ja mal über ein 3 Meter langes Plasterrohr direkt in eine Fäkaliengrube. Zweimal in der Woche schraube ich den Deckel auf, um zu gucken, ob das fast schon voll ist und die Firma Ferrero wieder zum Abpumpen kommen kann. In dem Augenblick, wo man reinguckt, sind die letzten 2 Wochen Urlaub komplett dahin. Das macht einen alle. Auch weil einem erstmal wieder bewusst wird, wie viel man dann eigentlich doch schon geschafft hat im Leben. Es ist ein wenig so, als ob man in den Sternenhimmel schaut. Man kommt sich plötzlich so klein und nichtig vor. Vielleicht würde es besser riechen, wenn wir es in den Sherryfässern lagern und noch eine Petersilie oben drauflegen. Keine Ahnung. Ihr könnt ja eine Kerze reinmachen. Also keine angezündete, nee, gesprungene. Als Hilfeschrei oder als Werbung für Rollkragenpullover mit besonders straffen Bündchen. Im Garten darf man außerdem ruhig mal schmutzig sein und mit sandigen Ohren und schwarzen Füßen ins Bett gehen. Unser Wasser kommt aus einem 10 Meter tiefen Brunnen und ist so eisenhaltig, dass wir Kühlschrankmagneten am laufenden Strahl befestigen können. Außerdem ist es eiskalt. Als 1,80 Meter Mann trete ich unter die Dusche. Als 1,20 Meter Teilnehmer der Mini-Playback-Show verlasse ich die Zauberkugel und singe mein Lied. Und dann nichts wie ab in den warmen Bungalow. Letzten Sommer hatten wir einen Marder in der Zwischendecke. Abends, wenn wir Fernsehen schauten, konnten wir ihn knabbern hören. Ich habe immer gelauscht, wo die Kaugeräusche am lautesten sind und dann mit einem Hammer gegen die Stelle gehauen. In der Hoffnung, das würde den Marder erschrecken und auf Dauer so nerven, dass er unsere mit Dämmmaterial gefüllte Zwischendecke freiwillig verlässt. Nach jedem Schlag war Ruhe, dann ging die Knabberei weiter. Hammerschlag, Ruhe, weiter knabbern. Hammerschlag, Ruhe, weiter knabbern. So verbrachten wir 2 den letzten Sommer. Der Marder und ich. Mittlerweile knabbert es bereits an 3 Stellen gleichzeitig. Trotzdem halte ich an meiner Taktik fest, mir fällt einfach nichts Besseres ein und töten will ich ihn auch nicht, den süßen Fratz. Hab neulich mal im Internet nachgeguckt, wie er überhaupt aussieht. So niedlich, der Marder. Da können meine Frau und ich nicht mithalten. Morgen machen wir eine Bootstour auf der Havel. Voller Vorfreude pupsen wir das Schlauchboot auf. Sicher, das dauert mir nicht länger, aber undichte Stellen lassen sich so erfahrungsgemäß deutlich schneller orten. Ihr Applaus, meine Damen und Herren, für Gotti! Ihre Streichelmännchen.